Hallo, herzlich willkommen zu einer neuen Folge von Pokémon Feuerrot. Und wie ich sehe, sind wir hier in Fuxania City angelangt. Und was musste ich eben in der Vorschau sehen? Kilian war doch echt in einem Restaurant. Okay. Jetzt weiß ich allerdings nicht genau, was er hier gemacht hat. Den Orden hat er wahrscheinlich... Nee, hat er noch nicht geholt. Wie sieht das eigentlich mit unserem Pokémon aus? Sind voll aufgeladen, super. Die Goldzähne hat er auch schon gefunden, das... Falsch. Die Goldzähne vom Safari-Wärter da. War er das? Ach ja, der hat uns ja dann Stärke gegeben. Okay. Mist, jetzt komme ich da... Ach, da war ja die Arena. Das wäre cool, wenn ich endlich mal... ...die Arena meistern sollte. Ich bin sicher, Rüsselmops macht das. Rüsselmops hat so eine hohe Verteidigung. Jongleur Milo. Hypno. Ach du, jetzt ist aber 38. Ach hey! Ja, ich glaube, das ist sein Bruder. Mit dem weißen Schal. Wir haben auch den weißen Schal. Oh, das ist aber blöde. Das ist aber echt doof. Das taugt ja eigentlich nichts. Aber wenn ich jetzt das Pokémon wechsle... Ich vermute, dann kriegen wir erstmal eine volle Breitseite Psycho ab. Probier jetzt einfach mal aus, ihn zu paralysieren. Ja, das war ja abzusehen. Und das haut auch rein. Oh nee, oh je, Giftwolke. Wenn ich jetzt... Wenn wir jetzt Glück haben und es wird jetzt ein Volltreffer, dann ist Hypno hinüber. Wenn nicht, und er macht gleich Psychokinese, sind wir sowieso dahin. Ja, das war's doch auch. Ja. Egal. Ach, aber dafür ist er jetzt paralysiert. Toll, jetzt. Ach ja, wir haben jetzt hier einen Glurak. Yeah. Na wunderbar. Was? Außerordentlich. Außerordentlich gut. Ja, ja. Okay. Ah, ich vermute, das nützt dir alles nix. Wir werden dann erstmal... Die haben doch Kampf-Pokémon gehabt, oder nicht? Oder irre ich mich da? Fuxania City hat nicht mal Kampf-Pokémon? Kikli, Nocturne und Konsorten? Danke, dein Pokémon sind wieder topfit. Danke. Nein, danke. Danke, ja, ich werde auch jederzeit wieder vorbeikommen. So, und Stratz dahin. So, jetzt haben wir's. So, das ist jetzt aber nicht wieder einer, oder? Mit Hypno? Okay, Jongleur, das sieht schon wieder schlecht aus. Traumato, ja, doch. Das gibt's doch gar nicht. Könnte ich mich denn da so täuschen? Probieren wir, machen wir einfach mal. Na, das wirkt ihm noch weniger. Ach, ist das ärgerlich.
Na, immerhin geht sie daneben. Ach ja, ja stimmt, Unlicht war ja ziemlich effektiv. Rollentausch. Ich möchte aber gerne... Oh nein. Was ist denn H20-Absorber? Ach ja. Aber das wird ja nicht viel nützen. So, ach ja, hier muss man ja irgendwie wieder... Die haben alle nur diese Pokémon gehabt, ne? Ich möchte später mein Ninja werden. Unfassbar, dass das hier auch geht. Nun, also... Oh je. Obwohl, es geht eigentlich. Mensch, mal ein anderes Pokémon. Das ist ja mal gut. Dass wir mal gegen Traumato kämpfen müssen. Für Abwechslung ist immer willkommen. So, jetzt haben wir hier wieder ein Kadabra. Ah, endlich. Volltreffer. Also... Ach nö. Wobei, Surfer ist eh stärker als Aquavelle, also warum sollte man nicht... Obwohl, Eis haben wir ja auch schon. Aber das ist sowieso schwächer als das Ding da oben. Ach, lassen wir's. Was ich gerade sagen wollte, also wer auch immer sich den Namen Unlicht ausgedacht hat, der verdient auch echt einen Antipreis. Unlicht. Wie soll man sich denn Unlicht vorstellen? Mich würde mal interessieren, ob es das Wort überhaupt im Deutschen so davor gab. Unlicht. Ich glaube, da müsste man mal in Duden nachgucken. Von vor ein paar Jahren, bevor das Pokémon-Spiel draußen war. Unlicht. Unglaublich. Na, der scheint andere Pokémon zu haben, oder? Der hat jetzt bestimmt Kampf-Pokémon. Na, fast. Na. Das war jetzt nicht so gut. Nee, lassen wir mal.
Ach, hör hier schon wieder Arbok. Puh, einmal so eine Welle rüber geschwappt. Na, mach ruhig. Autsch. Hä? Ach, jetzt bin ich schon da. Aber ich glaube, die anderen konnte man ja auch noch danach, danach bekämpfen, die anderen, die da drum rumstanden, oder? Ein Kind fordert einen Ninja-Kämpfer heraus. Schlaf- und Giftattacken. Na gut, okay, ich bin bereit. Die Musik wird gleich so theatralisch. Smogon. Na wunderbar, das erste Pokémon ist schon mal weg. Slimog werden wir auch noch schaffen, obwohl das ist wieder echt ein Gift-Pokémon. Oh, das hat aber auch eine bärenstarke Verteidigung gehabt, das hat man schon gemerkt. Der Balken hat sich ja kaum bewegt. Haben wir jetzt aber Glück gehabt. Ein Slimog hätte ich auch gerne. Das ist auch ein cooles Pokémon. Oh, jetzt kommt wahrscheinlich das härteste Pokémon, Smogmog. 43, aber da werden wir auch kein Problem mitbekommen. Na super. Leiter Koga. Na sowas, du bist ein würdiger Kämpfer. Ich reiche dir den Seelenorden. Und wir haben gleich noch eine Menge Geld verdient. Abwehr meiner Pokémon steigt. Ferner kannst du super einen Surfer. Ach, Surfer, ich habe gerade gelesen. Super. Außerhalb der Kämpfe benutzen. Und TM6 ist Toxin. Das ist auch cool. Ja, jetzt hätten sie diese Wände hier ruhig mal abbauen können. So, jetzt gehe ich erstmal ins Pokémon Center. Um die Pokémon zu heilen. Und dann ist der Part nämlich auch schon wieder am Ende. Dann haben wir eben mal so kurz den Orden geholt. Auch nicht schlecht. So, ich will Kilian hier nicht mit halbverwesten Pokémon alleine lassen. So, speichern. Okay. Was ist denn los hier? Und dann würde ich sagen, wir sehen uns dann beim nächsten Part. Dann macht's gut, bis dann. Ciao.